Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. Ich habe das Map-Update durchgeführt, bin jetzt auf der Map-Version 2.4. Da haben wir neu den Ballentrigger an der BGA für Autodrive wieder optimiert. Felder können jetzt über ein Landschaftsbaumenü gemalt werden. Die Wiesen können über den Landschaftsbau gemalt werden. Vollmilch, Englisch-Übersetzung gefixt. Dann hat der Achimobil das Boot repariert und Schiffsrouten passen jetzt nun. Hochsitz und Hütte bei Feld 22 verschoben. BGA Süd Wagendisplay Zahlen passend verschoben. Zaun zwischen Grundstück 45 und 46 eingefügt. Kleine schwebende Textur über der Verkaufsstelle. Sägewerk wurde gelöscht. Kleine schwebende Textur über der Tankstelle verschoben. Dann habe ich das Produktionspack 2.2.1, also schon den Hotfix, drauf. Am Hotfix wurde repariert, Raffineriegebäude an der 2 Megawatt BGA dran hing, wurde gelöscht. Sahnepalette ist zurück und Wasserfüllstandsanzeige Nudelfabrik gefixt. Pelletfabrik Höhe beim Heulager nochmal richtig angepasst. Das Produktionspack V2.2, also das eigentliche Pack, beinhaltet neue Produktion Nudelfabrik mit Herstellung von Nudeln, Spaghetti und Tortelloni. Neue Produktion Gemüsefabrik mit Herstellung von Kartoffelsack, Zwiebelsack, Karottensack, Pilzsuppe, Tomatensuppe, Kürbissuppe, Hühnersuppe und Gemüsesuppe. Neue Produktion Kartoffelfabrik mit Herstellung von Pommes, Chips, Kroketten und Reibekuchen. Abwasserstation Trigger für Wartungs-Servicewagen angepasst. Kollision bei der eine Gewächshausseite eingefügt. Okay. Vollmilch, englische Übersetzung gefixt. Komposterwartung wird nun auch bei der Abladestelle für Diesel angenommen. Pelletsfabrik Höhe bei vollem Heulager angepasst. Wasserkapazität beim Klärwerk erhöht. Separator hat jetzt funktionierendes Licht. Kapazität von der großen 2 Megawatt BGA erhöht. Kollision bei der 2 Megawatt BGA gefixt, Düngeproduktion Trigger etwas erhöht, Gewächshäuser Türen öffnen nicht mehr automatisch beim Vorbeifahren, Schreibfehler Holzklotzen in Textilfabrik berichtigt, Abladebereich Schüttgut bei Ölmühle etwas tiefer gesetzt, neue Schicht Leerpaletten beim Sägewerk möglich, neue Schicht Karton bei Zellstoffproduktion möglich. Dann haben wir das Modspack V1.9.3 habe ich auch installiert. Da wurde die Güllekapazität beim Schweinestall und Kuhstall erhöht, Gesamtvolumen von dem Ballenlager berichtigt und Misthaufenerweiterung Boden gefixt. Danke an Achimobil. So, das waren jetzt erstmal die Neuerungen. Schauen wir gerade mal rein, das habe ich auch noch nicht geschaut. Und zwar, wenn wir hier malen gehen. Irgendwo müssen dann die Felder sein. Kies mit Moos. Irgendwo müssen wir doch jetzt hier die Felder malen können. Content Tiles glaube ich auch nicht. Hier können wir sie schon mal nicht malen. Pflanzen. Hier, Feld erstellen. Na, hier haben wir auf jeden Fall schon mal das Feld erstellen drin. Wiese, das könnte vielleicht sein. Feld erstellen gegrubbert. Gras, Busch. Mal schnell schauen, ob da vielleicht irgendwo was steht. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir das jetzt auch gesehen. Der wird wieder blockiert.
Passt schon. Ich würde sagen, wir fahren kurz dieses Eck da rum, selber. Und den Rest kann dann wieder Crossplay machen. Er hat noch eineinhalb Vorgewende vor sich, also es passt schon. Passt. Muss entladen werden, das ist der Drescher auf der 24. Da ist auch der schon angekommen, das ist gut. Das heißt, der fährt definitiv auch wieder zur 16. Ja, 15, 16. Kann er dann hinfahren? Das tun wir aber erstmal abladen. Den guten Drescher. Da wollte ich doch gar nicht. Ich wollte das hier machen. Natürlich dann auch wieder schön zusammenklappen. Eben die 16 ist ja auch wieder Weizen. Upsala. So, dann kann der hier nämlich schon mal zufahren. Wir springen dann natürlich in den rein. Würde sagen, das tun wir schon mal in den Hafen bringen. Wird er schon wieder blockiert. Ja, jetzt sind wir natürlich zu langsam, dass wir hier. Wir können hier natürlich jetzt nicht zaubern. Hoffen wir einfach mal, dass sich der jetzt nicht festfährt, sondern dass er einfach ganz normal das Feld fertig macht. Schade, schade. Aber klar, wir brauchen ja erstmal ein bisschen. Können wir das ja auch schon mal deaktivieren, das ist gut. Oh. Der hier ist ja auch soweit fertig. So, und den können wir dann auf jeden Fall, würde sagen, mal zu 52 schicken, oder? Das ist ja eben unser Feld gewesen. Es müsste 12 sein, jawohl, das war die 12. Also wir haben echt so viel zu tun hier. Bin auch im Überlegen, die Luzerneballen einfach wieder abzustellen. Und zu sagen, schön war's. Schön reinladen hier in den Anhänger. So. 52 ist auch ein relativ großes Feld. Dann sollte er da am besten mal dahin fahren, oder? Dass wir jetzt erstmal die großen Felder uns zur Brust nehmen. Was hat denn der jetzt eigentlich drin? Ist der Weizen drin? Ich glaube ja. Ja, Weizen. Malzfabrik abladen. Arbeit beendet, sehr gut. Ja, dann kann der schon mal direkt weitermachen auf der 45, würde ich sagen. Wobei ich jetzt. Ich habe es mir überlegt, ich werde jetzt zuerst das Stroh sammeln, bevor wir hier weitermachen. Das hat schon seinen Sinn, weil zumindest das Vorgewende kurz aufsammeln, dass da Platze ist. Für den lieben Kollegen hier. Jetzt schiebt er hier schon die Ballen weg. Dass eben der Platz herrscht.
Das ist da, Verkaufsstelle Hafen. Ja, muss er kurz warten. Der andere ist ja eh noch in Bearbeitung, sage ich jetzt mal. Der fährt ja erst noch zum Feld. Wir haben ja auch langsam aber sicher die ganzen Ding drin. Die ganzen Weizenfelder, die haben ja schon so gut wie geerntet. So, jetzt geht es hier natürlich erstmal darum, die ganzen vorgewendeten Ballen da aufzunehmen. Auf jeden Fall jetzt mal alle drauf. Den lassen wir, versuchen wir da liegen zu lassen, den Ballen. Wir nehmen den Ballen da vorne auf. Ja, sehr schön. Stellen die jetzt einfach nebendran. So. Und das war's, was wir hier machen. Vorgewende eingesammelt, hingestellt. Gut ist, und jetzt können wir uns wieder um unsere Luzerneballen kümmern. Dann haben wir auch noch nicht wirklich viele gesammelt, ne? Schade, schade. So. Das können wir erstmal komplett abgeben. Bis gleich die Einwendung kommen, Feld 16. Ach, jetzt machen wir auf einmal 32, okay. Habe verstanden. So. Sind hier schön angekommen mit dem Drescher. Das freut. So. Hoppala. Haben wir hier eigentlich jetzt schon Feld 16? Nein, haben wir noch nicht. Das passt. So. Erstmal machen wir hier ganz entspannt die Strohablage aus. So, 13,7 Meter. Jawohl. Das passt. Big M ist angekommen. Da ist der Lexion da noch angekommen. An 52. Kurz reingucken. Beginn bei 53. Okay. Habe ich jetzt aber nicht komisch geschrieben. Beginn bei 53. Mhm. So. Und wo habe ich jetzt da begonnen? Ah, okay, deswegen Beginn bei 53. Okay, ich habe verstanden. Wir drehen jetzt hier einfach mal um. Aber du überholst uns das Schneidwerk fast, du. Heieiei. So. Beginn bei 53. Da weiß ich natürlich Bescheid, wo ich hin muss. Hier ist wieder so ein Streifen Schnee, keine Ahnung warum. Helfer, die hat einen vollen Korntank. Ja, würde ich sagen, passt schon. So.
Eieiei, jetzt können wir hier gleich loslegen. Was machen wir da drauf? Roggen, okay. Der gute Roggen. Sehr schön, muss entladen werden, ja. Wo soll denn der hin? Den können wir auch sagen, 52. Haben wir, glaube ich, noch keinen Abfahrer hingeschickt. Der Lexion. Okay, da hinten haben wir einen stehen. Gut. Ah ja, jetzt ist gerade ein bisschen Tohuwabohu. Und da müssen wir, oh, da müssen wir auch noch gucken, wo geben wir das dann ab. Ja. Feld 16, nein, wir sind hier auf der 54, Reifeisen. Das kann ich ja schon mal einstellen in der Zeit, wie wir da hinfahren. Reifeisen hier. Also es ist, durch diese ganzen Drescherabfahrereien, da kommen wir einfach zu nichts. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Das fühlt sich schon sehr gut, der Anhänger. So. Okay, jetzt haben wir den schon mal, zumindest schon mal weggeschickt. Der fährt, der fährt, der fährt. Ballenpresse fährt, der fährt. So, wir wollen natürlich jetzt in den LKW. In den normalen LKW. Haben wir jetzt auch endlich geschafft. Jetzt kommt doch gleich die Meldung, dass der da angekommen ist. Das ist schön. Aber die Meldung darf gerne weg. So. Na gut. Wenn wir jetzt den aufladen oder nicht, das spielt ja kein Walzer. Aber zumindest fangen wir jetzt schon mal an, die Ballen zu sammeln. Und das auch nicht zu wenig. Und die brauchen wir ja, dass wieder Produktion läuft. Und zum Beispiel Strohballen, die können wir ja nur drei Ebenen laden statt vier. Und die können wir dann sehr schön in unseren Kuhstall fahren. Und dann sind die dann nämlich auch schon mal wieder weg. Und im Kuhstall haben wir dann ein bisschen Material. So. Zack. Na, so machen wir das, glaube ich, auch. Dass wir erstmal laden, weil erst ins Lager und dann wieder in den Kuhstall fahren, ist ein bisschen blöd. Sagen, fahren wir jetzt erstmal alles wegen dem Kuhstall. Beziehungsweise wir schauen dann erstmal, wie viel wir noch im Lager haben. Also müssen wir es vielleicht ein bisschen aufteilen. Ein bisschen dahin, ein bisschen dahin. Also in Robi und haben den Kuhstall als Einstreu. So. Aber wir haben echt eine Menge an Ballen, wenn wir hier fertig sind. Einfach nur hoffen, dass wir da wirklich damit durchkommen. Bis im Oktober. Wir haben einfach noch zu wenig. Einfach zu wenig Luzerne insgesamt, ne? Das eine Feld, das reicht definitiv nicht. Und
Definitiv nicht. Das haben wir ja gesehen, dass es nicht reicht. Ich möchte halt das Ding wirklich komplett voll haben. Jetzt passt natürlich wieder nicht. So, und dann haben wir natürlich den Abfahrer, aber den können wir getrost ignorieren. So, wie viele Ballen fehlen da noch? 4 Stück. Okay. Schauen wir mal, ob er überhaupt die 4 aufnehmen möchte. Einen hat er auf jeden Fall schon mal. Schon mal 2 aufgenommen. 3. Einen 4. möchte er nicht. Egal. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.